Okay, look, as much as I'd love to watch this, ich habe zu lange gebraucht, idiots, oder? I can't let that happen. Weil er war ja mitten in der Sequenz, ne? I'm inside you, but I'm like, look, if you go, I go. I've enhanced your Echo Eye, so use it to hack something and get us the hell out of this jam. Figure out how you can pay me back later. I've got you back. Ja, ja, okay, gut. Right. Jetzt haben wir ja gelesen, jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. So, Auto. Zugriff. Subsystem Access. That's new. Hupe, Radio, Gaspedal. Button on a gun. Ihnen gefällt vielleicht nicht, was im Radio läuft, aber Sie hören es Kristallquartonqualität und Mumford in der Lautstärke hören. Manchmal müssen die Leute einfach daran erinnert werden, dass sie Idioten sind. Safety on this fuck. The safety. Ein hochklausuliertes Gaspedal, Hoffnung und Wirklichkeit. Da kommt der. Okay, we got power. Check. Check. There we go. Wait. No. So, nochmal bitte. Radio aktivieren. Cabby. Whoa. Did you do that? And paranoia. It begins. The first person to shoot. Oh. Oh. So, komm hier, Hooper. Damn it. Oh. Surprise. What the hell's going on? Okay, lustig. Die, Machen wir noch was Radio. Oh. Schade. Okay. Wenn man sich in Ruhe erstmal die richtig geilen Texte okay, durchlesen will, verliert man so viel Zeit. Okay, so, kann ich... Ah, ich kann pausieren, okay. Aber kann ich auch überspringen? Ich kann ins Menü. Aber das bringt mir gar nichts. Ich komme hier gleich wieder hin zurück. Okay, also wir machen jetzt nochmal Radio, dann machen wir Hupe, dann machen wir nochmal Radio. Und wenn das immer noch nichts gebracht hat, dann aktiviere ich das Gaspedal, weil das wird höchstwahrscheinlich passieren. Ich möchte mich nämlich echt aufs Auto konzentrieren. Komm hier. What the hell's going on? So, und gleich weiter. Radio an. Whoa, did you do that? And paranoia, it begins. So, dann hupen wir nochmal. Surprise! What the hell's going on? Okay, so. Da tut sich irgendwie gerade nichts mehr. Also gibt das. What are you doing with your hands? I'm not doing that. Oh, hello. This is an interesting little development. Das gefällt mir gar nicht. Fine, look, we gotta go. Wir können ihm natürlich jetzt auch einen reinwürgen, ne? Get out! Oh, come on, don't be like that. Gut, ich meine, er hat uns gerade aus der Misere geholfen, ne? Au. Oh, you see what you did? You hit your race! Wir hätten natürlich auch einfach gleich drauf treten können, die Idioten, ne? Aber nein, ihr müsst ja da stehen und die ganze Situation einfach nicht über. So was Gutes aber auch. Er kommt. Loaderbot! Ich liebe Loaderbot! I knew that wouldn't let us down! I missed you. I missed you more. Ich auch vermisst. This isn't over! You hear me? You hear me? Hey! Okay, das ist gerade ein bisschen erbärmlich, Junge. So, du? So, should we be going to Hollow Point or straight to Old Haven? I mean, they know where we're going. Maybe we should just meet them there. Well, I guess we could just meet them in Old Haven and get a head start. Or we could always just go to Hollow Point. Though that might be dangerous. Man, this is a big decision.
Ach, wir fliegen sowieso in die Richtung. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach Old Haven. Warte mal, wir scannen jetzt gerade schon wieder. Hollowpoint wurde als Höhlennetzwerk unter dem Berg gebaut und scheint verantwortlich für die vollständige Abholzung in der Gegend zu sein. Beheimatet eine Vielzahl krimineller Elemente, Herkunft unbekannt. Hinweis auf Kopfgeld. Hochstapler alias Fiona gesichtet. Belohnung erhöht auf $38,000. Old Haven. Als eine der ältesten historischen Siedlungen Pandoras hat Old Haven eine Vielzahl verschiedener Einwohner beherbergt. Soll einmal eine Festung der Crimson Lands gewesen sein. Das stimmt. Zurzeit verlassen. Anomalie entdeckt. Die Messungen zeigen einen ungewöhnlich hohen Energieverbrauch. Da sehen wir uns mal näher um. Old Haven. They saw the map. They know to meet us there. You sure? Ich weiß, dass er zwischendurch auch geredet hat, aber das konnte ich mir tatsächlich gar nicht durchlesen. Ja. Okay. Auf irgendwas muss ich mich ja konzentrieren. To Old Haven. To Old Haven! Es tut mir leid, ich werde da gerade so ein bisschen mitgerissen. Aber ist schon cool. I'm sorry. Okay, I'm sorry. It was just to keep Vasquez off of us. Like I said, I would never betray you, bro. Do you forgive me? Just say yes. Because I feel like super bad right now, bro. Not even worried about it, bro. Man, I'm so relieved to hear you say that, bro. I knew you'd never betray me, bro. Never, bro. Never. Jo, klar, machen wir. Hier, da. Rofist. Thanks, bro. Hey, we're bros, bro. Yeah, bro. Ja, aber natürlich. Lodabot. That's bro. Bro, for bro, 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 are you done? Bro, 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 bro. Unbelievable. I got one. Ich finde das so cool, wenn die sich gegenseitig in ihre Geschichten einmischen, ne? We should probably let him finish. So anyway, we head over to Old Haven and... Oh, wait. You were talking about him? Or who were you talking about? I'm sorry. Please continue. Oh, last thing. One of you will have to change a tire. Nah, missed. Ich muss auch sagen, Reese Outfit, richtig, richtig cool, oder? Ich bin auch echt gespannt, was das für ein Kerl ist, wann wir an diesen Punkt der Geschichte kommen. Ja, was dazwischen noch so alles passiert. Ich bin auf Tales from the Borderlands so dermaßen gespannt. Ja, und ich bereue es gerade, dass wir überhaupt so lange gewartet haben, bis wir uns damit beschäftigt haben. Pandora's kind of pretty, don't you think? Das ist so genial. I mean, you know, with the reflections on the water and everything. You can't even smell all the animal carcasses. Nice, huh? I actually know what you mean. Thanks for the ride, Loaderbot. Aber lass uns nicht einfach los, Loaderbot. Loaderbot? Danke. Old Haven. Old Haven war damals auch im ersten Borderlands. Also mit der Abschlussgebiet fast. Nicht ganz, aber relativ spät auf jeden Fall. We're sure this is the right spot? Marcus Munition! Ja, geil! Hey guys, sure it's not a fancy resort town, but we're not here for a day at the spa. We're looking for a top secret military facility. Don't worry, we'll figure this out. Pretty sure I can figure this out. So, jetzt wird wieder gescannt hier. Ich liebe das Scannen. Das ist genau das Richtige für mich hier. Also das ist, ich finde das so geil. Marcus Kincaid, Beruf professioneller Waffenhändler, Hobby Restaurantkritiker. Anzahl verkaufter Waffen ungefähr 87 Bazillionen. Größe groß, Gewicht tritt dich überhaupt nichts an. Blutgruppe, dann fragst du. Verdammt, Zed, bleib mit der Nadel von meinem Arm weg.
Was haben wir hier? Analyse. Heruntergekommenes Werbeplakat. Werbetreibende unbekannt. Textanalyse. Slack off. Ungenehmigtes Graffiti. Alter ungefähr 2 Jahre. Get slapped. Werbekampagne für Talkpistolen. Alter ungefähr 7 Jahre. Wenn du Bier magst, wirst du Ciel? Fragezeichen. Werbung für ein örtliches pandorianisches Bieralter, ungefähr 8 Jahre. So, da ist noch eine Werbung. Hyperion CL4P-TP, kurz Claptrap. Zweck, Begleiter, Bediensteter, Unterhalter. Erfinder, Lawrence DeQuitt. Anzahl aktiver Einheiten, 1. Reaktion der Öffentlichkeit, gemischt. Ach komm, Claptrap war cool. Claptrap war schon in Ordnung. So, was haben wir hier oben noch? Wasserturm von Old Haven. Hersteller, örtliche Ingenieure. Zweck, man tut Wasser rein. Bürgermeister Howley Smoot. Ein Relikt aus einer zivilisierteren Zeit, als Old Haven noch einfach Haven hieß und nicht nur von Banditen und oder Toten bewohnt wurde. So, dann erstmal die Pilze. Pilze. Amanita pandorica. Geschmack? Zuckerwatte. Kein Witz. Toxinstufe am aller schlimmsten. Pandoras leckerster und tödlichster Pilz. Diese merkwürdige Kombination hat zu der Theorie geführt, dass sie die Schöpfung eines Botanikers mit einem tödlichen Sinn für Humor sind. Ach, wie lustig. Und was haben wir hier noch? Stromleitungen. Hersteller Atlas. Modell I2I. Betrieben von Unbekannt. Energiebereitstellung für Unbekannt. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Hey guys, come check this out. Ähnlich an Mass Effect Andromeda. Ja. Folge der gelben Leitung mit deinem Scanner. I mean, with all these power lines everywhere, they've got to be connected to something, right? Das ist, so. Das sagt er doch. Okay, scan. Scan. Ich kann nur das da scannen jetzt gerade hier, okay. Aber das kann ich scannen, ja? Lass mich das doch. Loader modifiziert. Alter 247 Tage. Garantie vollkommen erloschen. Ernsthaft. Erweiterungsport K3-4T5 Poesie Engine. Größte Ängste, langsam der Obsoleszenz entgegenzurasten, rosten, während alle, die ihm etwas bedeuten, sterben. Zu erkennen, dass das Leben sinnlos ist. Und klappt's. Das kann ich verstehen. Das kann ich definitiv verstehen. Hi, Lodamot! Oh, couldn't have left me a ladder, could you? Typical Atlas. Gut. Da oben ist also eine... Luis, was machst du ganz da hinten? Gucken wir erstmal, was macht er denn hier? Wollen wir den nochmal scannen? Vaughn, Alter 27, letzter Impulskauf. Vorteilspackung Buntstifte, damit die Gehaltsabrechnung unterhaltsamer wird. Letztes zurückgegebenes Produkt. Vorteilspackung Buntstifte. Der Druck war einfach zu groß. Derzeitiger Status brutal abgefahren. Und hier. Stromverteiler, Hersteller Atlas, Modell der Zeus Kilowatt. Status funktional. Bedenkt man, dass Old Haven verlassen ist, ist das Stromnetz überraschend aktiv. Typisches verschwenderisches Gehabe von Atlas. Gut, aber vorher... ...ich mich echt hier hinten nochmal umsehen. Ich meine, es ist durchaus möglich, dass wir dann alle Dinge aktivieren müssen, ne? Aber ich will trotzdem erstmal gucken, was wir hier so haben. Das ist auf jeden Fall die Stromleitung, die uns da hochführt.
dass man wirklich jeden Scheiß scannen kann. Ne? Das ist total cool. Müllcontainer, Hersteller Dahl. Zweck, das Enthalten von Müll. Mit Anmerkung. Größe 140 Kubikfuß. Etwa 2400 Blechdosen oder 8,6 Menschen. Farbe Mojito Madness. Anmerkung, manchmal Beute oder Geld. Echt jetzt, wer schmeißt denn dauernd Geld in die Dinger? Das ist eine Anspielung darauf, dass man die im Spiel looten kann. In Borderlands. Um, ja, Geld und ähnliches zu finden. Notiz des Elektrikers. Wer hat den Stromverteiler auf dem Dach montiert? Jetzt muss ich eine Leiter holen. About all Dahl was good for, am I right? Dahl war auch ein Waffenhersteller im ersten Borderlands. So, was haben wir hier hinten? Eine interessante Verfärbung. The ground's different between here and here. Das sollten wir vielleicht noch mal scannen. Ich kann es nicht scannen. Ich kann da aber auch nicht durch. Interessant. Hat das was zu sagen, dass ich da nicht durch kann? Oder piss off. Auch geil. Aha. Ja, nochmal, ich kann die Plakatwand nicht mehr scannen. Scheiße. Na gut. Atlas umweltfreundliche Linie wird weitergeführt. Dieses Stromnetz nutzt wahrscheinlich fossile Brennstoffe, die aus Tierbabys gewonnen werden. Ich greife mal drauf zu. Was muss ich machen? Okay, let's see what that does. Aha. Alright, now we're on to something. Aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was wir machen wollen, oder? Na, lass mal weiter. Das könnte ein Weilchen dauern hier, Leute. Diese Rumprobiererei jetzt hier. Maybe this? Okay, das erste ist die Antenne, das zweite sind die Lautsprecher. Alright, now we're on to something. Und das dritte. Something. Okay, ich muss aber wirklich alle drei machen, ja? Alle drei. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. So, Zugriff! Found another one. Ja, vor einiger Zeit schon. Gib damit nicht so an. Hey, that sounds good. Right? Good sound? You keep hacking. I'll go check on Loaderbot. Warum? Vaughn. Hey, pal. Yo! How you holding up there, man? All things considered, I'm actually... not terrible. Hey, that's great. I mean, for you, that's great. Thanks for that. So, what do you think's actually inside a vault? I don't know. I mean, maybe it's like whatever you say you want suddenly appears. Yeah, but what if right when you get your wish, you trip on a rock and you're like, oh, crap. Okay, my wish is to not go into a vault with you. This place is a nightmare. Could be worse.
There could be zombie bandits hiding in the shadows. Yeah, I guess there's that. Okay, jetzt bin ich mir fast sicher, dass wir im Rahmen dieser Geschichte hier noch irgendwo auf Zombie-Banditen treffen werden. I'll tell you often enough, bro, but thanks for your help. You're welcome, man. You're the best, man. I mean that. Stop. Talk to you later, man. You know where to find me. Oh, ist das schön. Können wir mit Lonabot jetzt mal vernünftig reden? Grummel. Lonabot for life!